So, wir sind jetzt mal ganz kurz zurück. Ich bin jetzt in der evangelischen Kirche und so. Wir haben ja sogar ein bisschen Kunst am Stüssel. Und die Kunstwerke sehen tatsächlich sogar gut aus, finde ich. Man kann die tatsächlich sogar erwerben, wie man sehen kann. Wir haben hier Preise von circa bis zu 900 Euro, wenn ich mich nicht irre. Aber man kann sich's leisten, sage ich so, wie es ist. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und insgesamt ist die Kirche meiner Meinung nach sowieso auch sehr, sehr nice. Hier sehen wir ein paar Runen. Dies, das. Ist auch alles schön gepflegt hier. Kann man nichts sagen. Jetzt kommt das Ironische, meine Freunde. Obwohl ich hier bis zu meinem 11. Lebensjahr am Start war, war ich tatsächlich noch nie in der Kirche. Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich hier in dieser Kirche am Start bin. Und wir haben gleichzeitig auch noch ein bisschen Kunst, wird hier erklärt, ne, durch einen kleinen Beamer und so. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da haben wir sogar eine dicke Orgel am Start. Wachet, seht im Glauben, seid männlich und stark, meine Freunde. Das ist wichtig und richtig. Was sind wir da noch? Seid männlich, Freunde. Seid männlich, wichtig und richtig. Das hier sieht schön aus. Ich hätte zwar gerne bunte Fensterchen gehabt, aber man kann nicht alle haben. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal an. Kleines Klavier. Schade, dass ich jetzt nicht spielen kann. Hier haben wir sogar noch die Kirche, wie 1932 aussah. Man sieht, das ist dieselbe Orgel. Hat sich tatsächlich nichts geändert. Die Scheiben wurden ausgetauscht, wie man sehen kann. Das sind nämlich hier schon komplett andere Modelle. Wahrscheinlich wurden die zerdeppert im Laufe der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt weiter auf die andere Seite und gucken uns diese hochwertige Kunst an. 250 Euro haben wir hier am Start. Meiner Meinung nach sieht es sehr nice aus, weil wir haben hier auch diese wirklich sehr, sehr coole Struktur am Start, die man hier sehen kann. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. 250 hier auch. Da sieht man, es sieht sehr, sehr gut aus. Man sieht auch die Größe quasi zur Hand. Es ist relativ klein. Also sehr, sehr, sehr stylisch, finde ich. So, jetzt sind wir hier weiter. Wir sind hier bei knapp 600 Euro. Und auch da muss man sagen, sieht sehr, sehr gut aus. Wir sehen wieder, dass das Bild eine bestimmte Größe hat. Meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr stylisch. Auch hier sehen wir wieder die tiefen Strukturen und so. Meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Ich bin ja persönlich eigentlich ein Freund von Sachen im Kunstbereich, wo man quasi erkennen kann, um was es geht. Aber ich sage ganz ehrlich, das hier sieht doch schon aus nach ein bisschen Wasser irgendwie, bloß mit einer Verfärbung. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen schlechten Tag am Start, wo es gestürmt hat auf hoher See oder so. Definitiv. Also finde ich. Sieht zumindestens so aus. Ein Kollege hat sogar gerade bestätigt, dass ich recht habe mit allem drum und dran. Also von dem her. Oh, steht ja auch da. Ach, darauf habe ich gar nicht geguckt. Der Mönch am Meer, Graustufen. Ich sehe jetzt zwar nicht den Mönch, der ist irgendwie wahrscheinlich ertrunken. Deswegen kann man den nicht mehr sehen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr stylisch. Gucken wir uns das nächste an. Das ist schon ein riesiges Kunstwerk. Wir sehen hier 120 x 100. Wusste gar nicht, dass das so groß ist, 120 x 100. Sonderpreis 1000. Okay, das ist schon ein bisschen höher, sag ich mal. Und da sieht man, die Größe ist gewaltig. Dagegen ist mein Händchen doch schon richtig klein. Ja, aber es ist auch, also wenn man hört, wenn der Künstler erzählt, wie er das gemacht hat, und das ist schon verrückt. Also man sieht das ja
Er hat ja draufgeschrieben, wie Marmormehl ist hier, ne? Und dann sind es ganz verschiedene Materialien. Ach, Marmormehl und Sumpfkalk, Tatsache. Genau. Und dann spritzt er unter dieses aufgeweichte Material, spritzt er diese Farbtuschen unter. Also quasi mehrere Schichten. Ja. Und man sieht das ja auch, das bricht auf und es verläuft. Ja. Und teilweise sagt er, fällt auch alles von der Leinwand wieder runter. Dann ist das Kunstwerk zerstört, dann fängt er wieder von vorne an. Ach so. Aber er sagt, er weiß halt, und das ist ja Prozessmalerei, er weiß am Ende nicht, was, oder am Anfang nicht, was am Ende rauskommt. Ja. Also er spritzt diese Tuschen runter, aber die reagieren und er hat keinen Einfluss darauf. Da passiert was mit, aber. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das Öl irgendwas. Quasi wie so ein bisschen Geburt und Entwicklung. Ja. So eine Art organischer Prozess, kann man schon sagen. Ja, und man muss sich halt darauf einlassen, weil das Gemälde so ein Stück weit selber entscheidet, was es macht. Ne? Da habe ich schon erkannt, dass irgendwie bei Trübersee. Genau, der war ja zur Vernissage hier, wir kennen den auch, ist schon zum zweiten Mal hier. Und er hat ja dann in der Vernissage schon ein bisschen erzählt, wie das auch entsteht und was er da macht. Und wir haben ihn auch in Würzburg in seinem Atelier schon mal besucht. Und dann kommt man ja auch so ein bisschen ins Gespräch und sieht man auch, wie das so aufbricht. Und ja, also mir gefällt das sehr gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Das wirkt schon, auch durch seine Größe. Müsste man denn auch noch ein bisschen beleuchten, nicht? Oder? Bitte? Müsste man denn noch ein bisschen beleuchten, nicht? Ja, hier ist es ja privat, meint er. Privat, ja. Also es kommt natürlich jetzt hier im Galerielicht gut zur Geltung, weil zu Hause wahrscheinlich auch. Wenn das ein Weißlicht ist, dann sieht man die Farben auch besser. Also so ein neutrales Licht, nämlich so ein goldenes Licht, wenn ich mich nicht irre. Wisst ihr noch, wo ich meine Ecke da habe? Da habe ich auch so ein großes Bild. Da. Gerne. Danke. Die anderen drei Bilder sind übrigens, wenn Sie mal googeln und sich das Originalbild daneben halten, das hintere, das, wo es viele Grün drauf ist, das ist der Hafen von Greifswald von Caspar David Friedrich, in den, wobei allerdings nicht die Form aufgenommen wurden, sondern die Farben. Welches jetzt exakt? Da hinten das mit dem Grün, von hier ist das dritte. Ach so! Und das hier ist irgendwie, ich glaube, das heißt Mönch am Meer oder so, von Caspar David Friedrich. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau, aber auch nur vielleicht von einem. Ja, da habe ich auch gesagt, das sieht aus wie Meer mit schlechtem Wetter und so. Allerdings steht da was. Ja, ist schon gar nicht schlecht. Von wegen. Mönch am Meer, ja, da gehe ich davon aus, dass er ertrunken ist, man sieht den ja nicht mehr. Ja, das ist ein Gemälde von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Und er hat es zweimal, einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß quasi, aber es ist immer nur der. Ach, das ist quasi dasselbe aus verschiedenen Wetter. Eigentlich ist es nur in verschiedenen Farben gemacht. Und es gibt halt ein Bild von Caspar David Friedrich, das als Vorlage gedient hat, und er hat nur die Farben aufgenommen, die Farbverläufe aufgenommen. Das ist halt das Spannende daran, dass man sagt, ja, er hat sich sogar einmal Künstler genommen, weil jetzt im Jubiläumsjahr kann man das ja mal machen. Aber man erkennt halt den Hafen von Greifswald jetzt auf Anhieb nicht. Ja, das stimmt. Also, dann Dankeschön. Gerne. Super nett. Die Rahmen, sind die jetzt das so gemacht oder sind die jetzt nur rein gehabt? Nee, die gehören zum Bild. Gehören das? Ja, das ist so. Konnte ja sein. Alles andere würde auch ablenken, das Weiß passt doch perfekt und so. Ja, Freunde, haben wir gleich noch ein bisschen hier Kunst genossen. Ne? MacLean 7 Magic Mystery Awesomeness hier, wo man auch noch was dazulernt. Ja.